bisschen blemblem und ein bisschen daneben und ein bisschen extrem. Ja, das kann's schon mal geben und ein bisschen neurotisch. Sind wir doch alle. Kennt ihr diese Bildungseltern, die machen einen Stress? Die schicken das Kind in jeden Kurs, den es gibt in VHS. Sobald das Programm hilft draußen ist, werden Kinder gleich ein dran. Drum können sie mit 4 Jahren grüß Gott in 17 Sprachen singen. Ja, mei. Ja, und schon. Ein bisschen blem blem und ein bisschen daneben und ein bisschen extrem. Ja, das kann's schon mal geben und ein bisschen neurotisch. Sind wir doch alle. Das sind diese Frauen, die wo sich auf ein Wirtshausklo nicht auf wie Hucker trauen. In Abfahrtshocke bieseln sie, damit kein Keim sie trifft. Und hinterher ist Globruin mit Tripferl ganz versifft. Ja, mei! Ja, und schon. Ein bisschen blem blem und ein bisschen daneben und ein bisschen extrem. Ja, das kann's schon mal geben und ein bisschen neurotisch. Dass man auf einmal sich verspult, weil jemand nicht zum Singen anfängt. Oder dass man zum Singen anfangen mehr hat, aber einem gerade der Text nicht einfällt. Und da, auch da hilft einfach die Gruppe. Das ist so eine Erfahrung, die ich jetzt in der Therapie gemacht habe. Weil ich weiß, ich kann mich auf die verlassen und die können sich auf mich verlassen. Und irgendwann, ich verspreche es euch, fange ich wieder an zu singen. Geht's weiter, ich weiß ganz genau. Meine Nachbarin, die jammert, ach, ihr Arzt kennt sich nicht aus. Der liest aus ihrem Körper keine Krankheit mehr heraus. Ganz unverschämt behauptet er, sie war doch bumperlsund. Drum sucht sie jetzt im Internet, was ihr als Fan kund. Sie ist sich jetzt ganz sicher mit der Schleimhaut Diarrhoe. Und außerdem hat's ADG, das klingt doch schaurig schön. Schon wieder kippt per E-Mail eine Diagnose klung. Was steht da? Ein bisschen blem blem und ein bisschen daneben und ein bisschen extrem. Ja, das kann's schon mal geben und ein bisschen neurotisch. Sind wir doch alle.